Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind hier jetzt in der Red Mile und ich will mir das hier jetzt mal ansehen, was das hier überhaupt für ein Ort ist. Also, ich habe schon ein bisschen was vom Trailer so gesehen, ein bisschen so von der Vorschau. Mai Devine. Oh, Wer ist denn? ein neues Gesicht. Ist das wohl das Gesicht eines mutigen Sportfreaks, der sich am Red Mile Run versuchen will? Red Mile Run? Oder willst du nur kurz der Last des Alltags entkommen? Ich heiße May und bin die Hi. Betreiberin dieses Etablissements, der Heimat des berühmten Red Mile Run. Du bist bestimmt vertraut damit. Red Mile noch nie gehört, klar kenne ich, deswegen bin ich hier. Ich habe schon mal davon gehört, aber weiß nicht genau, was es ist. Ach ja? Dann wollen wir das mal ändern. Einen aufregenderen Kampfsport findet man in den besiedelten Systemen nicht. Der Red Mile Run ist ein packendes, tödliches Rennen. Die Gewinner sind die mutigsten Champions der Galaxie. Wer es schafft, den Parcours abzuschließen, der gewinnt Ruhm und Reichtum. Wer nicht, von dem hört man nie wieder. Ja, weil der tot ist wahrscheinlich, Wenn ne? du noch Fragen hast, ich stehe zur Verfügung. Und genieße bitte unsere weltberühmte Gastfreundschaft. Wollen wir da mitmachen mal? Ich möchte beim Red Mile antreten. Wir können da mitmachen, okay? Kannst du mir mehr über diesen Ort und seine Geschichte erzählen? Eine recht weit gefächerte Frage, aber ich gebe mein Bestes. Red Mile war einmal ein berüchtigter Hafen für die kriminelle Unterwelt. Diebe, Söldner und Schmuggler haben hier Deals abgewickelt, sich besoffen und dem Glücksspiel gefrönt. Dann habe ich übernommen und aufgeräumt. Wir sind immer noch kein Familienausflugsziel, aber immerhin etwas sicherer. Red Ich Mile wette. bietet weiterhin ein einzigartiges, aufregendes Erlebnis. Aber unser Klientel und unser Serviceangebot haben sich deutlich verbessert. Ich wette, meine Eltern werde ich hier trotzdem noch antreffen, finden. So. Was genau muss man beim Red Mile tun? Es Bei ist Red Mile Run. eigentlich ganz simpel. Du meldest dich bei mir an, dann gibt's ein bisschen Brimborium und wir schicken dich durch die große rote Tür. Und dann musst du den Buzzer am anderen Ende des Parcours erreichen. Dabei musst du Hindernisse und tödliche Kreaturen überwinden und die Leute hier wetten, wie weit du es wohl schaffst. Wenn du lebend zurückkommst, wirst du reich und die Fans himmeln dich an. Und wenn du scheiterst, naja. Das kannst du dir bestimmt vorstellen. Brimborium, eine Zeremonie? Nur eine kleine Vorstellung, um die Fans in Stimmung zu bringen. Der Red Mile Run ist schließlich ein Zuschauersport. Die meisten Leute schließen den Parcours nicht ab, also bereiten wir diesen armen Seelen einen ordentlichen Abschied, während sie es noch mitkriegen. Und die Leute wetten wirklich auf das Leben von Menschen? Du bist herzig. Ja, klar wetten sie auf die Leben unserer Runner. Wir sind bewusst weit von den Colonies und den Freestars entfernt. Das Wetten trägt entscheidend zum Reiz des Red Mile Run bei. Es macht den aufregendsten Sport im Universum gleich noch viel aufregender. Wer mehrfach läuft, bringt irre Wettsummen rein. Donovan zum Beispiel, bevor er in den Ruhestand gehen musste. Frag ihn mal danach. Danke für die Info. Gerne. Und wenn du mitmachen willst, sag einfach Bescheid. Ich melde dich gerne an. Wie hast du hier aufgeräumt eigentlich? Ich Glückspilz wurde in eine reiche Familie geboren. Das habe ich genutzt, um mir ein weit verzweigtes Netzwerk in den besiedelten Systemen aufzubauen. Sagen wir einfach, ich musste einige Gefallen einfordern. Aber mit Geduld und Hartnäckigkeit konnte ich meine Vision realisieren. Und jetzt. Endlich ist Red Mile wirklich ein unverzichtbares Reiseziel für alle, die einen echten Kick suchen. Und warum hast du dir so viel Mühe gemacht, hier alles umzukrempeln? Was hast du davon? Weil Red Mile in meinen Augen das Zeug dazu hat, eines der einzigartigsten und beliebtesten Reiseziele in den besiedelten Systemen zu werden. Weil ich als Schöpferin eines einzigartigen und lukrativen Unternehmens in die Geschichte eingehen will. Oder vielleicht, weil ich die Herausforderung liebe.
wie die vielen Runner, die hierher kommen, um sich zu beweisen. Es gibt wohl nicht nur einen einzigen Grund. Sagen wir, es ist meine Berufung. Wir werden beim Red Mile auf jeden Fall noch antreten, nur nicht heute. Genieß deinen Aufenthalt. Ja, wir sind ja jetzt erstmal, also, wir sind ja jetzt erstmal hier nur da, um unseren Job zu erledigen, aber... Man trifft nicht alle Tage jemanden, der in den ganzen besiedelt... Unglaublich, dass Leute, die an einem Blutsport teilnehmen, als Prominente oder Helden gelten können. Für mich sind sie schlimmer als Verbrecher. Hier sind die Klos, mein, okay. Lassen die immer schön alles offen. Früher war das hier ein echtes Drecksloch. Aber es geht aufwärts. So. So viele Credsticks und ich kann die nicht mitnehmen. Was habe ich da gehört? Wenn du dich anmelden willst, machst jemandem aus meiner Crew Probleme. Seitdem du keine Runner mehr bist, dachte ich eigentlich, dass mit dem Wunsch zu sterben wäre Geschichte. Aber ich habe Leute auf so heftige Weise. Das ist ein Casino auf jeden Fall. Ja, was? Energiewaffenspezialist. Hier finden wir auch noch Leute. Für unsere Crew. Willst du den Run versuchen? Red mit May, die erklärt dir alles. Menschen wetten auf das Leben anderer Menschen. Einfach widerwärtig. So, hier ist der Run. Okay, ich komme da aber nicht einfach so rein. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwo einen Hebel betätigen oder sowas. Hier sind Söldner. Die spielen nach anderen Regeln als andere. Red Mile Stammgast, ja. Wenn einer unbedingt sterben will, kann ich doch was dran verdienen. May, versuch echt hier alles. Na egal, da geht's sogar noch mal nach oben. Jetzt bin ich gespannt, was es hier oben gibt. Hey! Raketenspezialist. Darf ich überhaupt hoch? Es ist nicht rot. Das wird nicht als verboten angezeigt. Oh. Das ist ein Zimmer nach meinem Geschmack. Hier kann man sogar streamen, aufnehmen. Für Twitch und YouTube. Falls das in der Zeit dann irgendwann noch relevant ist. Okay, ich weiß nicht mal, ob Streaming und YouTube eigentlich für heute noch relevant ist. Außer für... Unterhaltung und Marketingzwecken. Ich bin im Dienst, also nerv mich gefälligst nicht. Ich wollte auch nur an dir vorbei. Hier kann ich nicht rein, okay. So, wir müssen ja hier mit jemandem quatschen. Du hältst dich gleich mit dem Sohn meiner Stiefel, wenn du mich nicht in Ruhe... Moment, dem hilf- und ahnungslosen Blick nachzuurteilen, bist du wohl der neue Deputy, richtig? Ich bin weder hilf- noch ahnungslos. Tja, das werden wir bald sehen. Mieseres Timing geht gar nicht. Ich versuche seit Wochen, diesen Schmugglerring zu sprengen und habe gleich ein sehr wichtiges Treffen. Hey, ihr seid beide aus demselben Grund hier. Also, warum hört ihr nicht mit dem Theater auf und arbeitet stattdessen zusammen? Und ich sage dir, dass ich keine Zeit zum Babysitten habe. So, spar dir das Getue, wir arbeiten zusammen und fertig. Warum meinst du, dass ich eine Last sein werde? Weil ich schon früher Rekruten ausgebildet habe und mir das nicht nochmal antun will. So, spar dir das Getue, wir arbeiten zusammen und fertig. Zumindest hast du ein bisschen Rückgrat. Ich habe keine Zeit, dich zu briefen. Also hör zu und beobachte. Ich treffe mich mit einer Informantin, die vielleicht wichtige Infos zu dem Schmugglerring hat. Wenn du dich geschickt anstellst und nichts Dummes machst, kann sie dir vielleicht helfen, Marco zu finden. Bist du dann soweit? Meine Informantin wartet auf uns. So. Okay, komm. Komm mit. Reden wir mit der Informanten. Die... Naja, aktuell ist sie mir noch unsympathisch, aber ich kann ihre Sicht verstehen. Sagen wir mal so. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, bei dem sie ihren Frust da rauslassen soll. Ich gebe keine Autogramme. Läuft denn alles problemlos? Du hast gesagt, du kommst alleine. Beschäftigt mich was. Tja, hat sich geändert. Setz dich. Es geht um Donovan.
Okay, ich setz mich. Du arbeitest also mit Artem, ha? Wer bist du? Ich bin gut mit Artem befreundet. Sie hat sich sehr gefreut, mich zu sehen. Bin Deputy Max Deus. Wer will das wissen? Ich lüge mal. Nee, ich glaube, Artem hat nie was von uns erzählt. Kann die auch nie was erzählt haben. Also ich gehe dann mal sehr stark von aus. Ja, ich guck mal, ob ich ehrlich bin. Ach ja. Der Deputy hier würde gern Marco treffen und über den Söldnertrupp reden, den er finanziert. Da das Geld zum Teil aus seinem Schmugglerring kommt, arbeiten wir zusammen. Ihr ermittelt also gegen die First? Warum? Ja. Sie versuchen einer Farmerin ihr Land zu stehlen und ich will wissen, warum. The Ranger muss sich die Menschen beschützen und die Söldner sind in Gefahr. Jeder Jäger braucht Beute. Das ist Ranger angelegen. Ich tu mal auf Grün hinter den Ohren. Bisschen merkwürdig, dass ein Söldnertrupp so etwas macht. Vielleicht sollte ich euch vorstellen. Jade ist genau wie Marco der Kopf eines kleinen Schmugglerkartells. Aber ihre Crew hält sich aus dem Freestar Collective Raum fern, während Marcos Gruppe ausschließlich darin operiert. Nur will er seine Operation jetzt ausweiten und wildert in meinem Revier. Handel, Konkurrenz belebt das Geschäft, man muss dem nur gewachsen sein. Hilf mir, ihn zu finden und zur Strecke zu bringen. Sag mir, wo er ist, damit ich das Schwein ausschalten kann. Warum hältst du dich aus dem Freezer Collective Raum fern? Wäre doch jammer schade, wenn Marco dich vom Markt verdrängt wurde. Ich frag das Weil erstmal. Weil es ein bisschen unangenehm wäre, wenn meine Schwester mich verhaften müsste. Was? Okay, ich kann da nicht so weit hingehen. Ist die jetzt rechts von mir da, ihre Schwester? Oder, hilf mir, ihn zu finden und zu Steck zu bringen. Genau darum geht es bei diesem Treffen. Die schlechte Nachricht ist, Marco ist extrem paranoid. Er bleibt nie lange an einem Ort. Die gute Nachricht ist, ich weiß, wie man ihn findet. Aber das sagst du uns noch nicht, weil du was dafür haben willst. Wir haben dasselbe Ziel. Ich will Marco auch ausschalten. Aber wie gesagt, ein Treffen mit ihm ist so gut wie unmöglich zu bekommen. Einer der wenigen Menschen, die so ein Treffen arrangieren können, ist hier in Red Mile. May Divine. Wir gehen schon lange davon aus, dass Red Mile ein Treffpunkt für Schmuggler ist. Wenn sie mit Marco Geschäfte macht, verrät sie ihn nicht einfach so. Es gibt bestimmt irgendwas, was wir im Gegenzug anbieten können. Was weißt du über May Divine? Sie ist die Inhaberin und Managerin. Ja, das weiß ich auch. Von ihrem Mann geerbt. Ah, von ihrem Mann? Was sollen wir deiner Meinung nach machen? May ist der Schlüssel zu der ganzen Sache. Aber ich kenne sie nicht. Versuch doch, dich mit ihr gut zu stellen. Okay, wir werden wahrscheinlich dem Red Mile Run machen müssen, um mit ihr gut zu stellen und es gewinnen. Genau das denke ich auch. Ich kann dir jetzt schon sagen, was sie haben will. Weil sie nämlich immer dasselbe haben will. Sie will Runner. Mit denen verdient sie hauptsächlich ihr Geld. Ja, aber alles solche klar. Solche abgebrühten Leute findet man nicht so leicht. Also ich laufe den Run garantiert nicht. Das ist ein Todesurteil. Es muss noch einen anderen Weg geben. Du bist schon lang genug Ranger, dass zu viele Leute dein Gesicht und deinen Namen kennen. Runner ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Wenn jemand dich erkennt und May was flüstert, ist alles aus. Du dagegen bist noch Deputy. Hier draußen weiß vermutlich kaum jemand, wer du bist. Du musst das nicht machen. Wir kommen auch irgendwie anders an Marco ran. Was war das mit dem Todesurteil? Was genau ist ein Runner? Jemand, der beim Red Mile Run antritt, einem Wettlauf auf einer tödlichen Strecke direkt vor der Kantina. Da wimmelt es von gefährlichen Kreaturen und kaum jemand überlebt. Schafft man es, ist man ein Megastar. Und was war das mit dem Todesurteil? Der Red Mile Run ist unglaublich gefährlich. Ich will einfach nur nicht, dass du so ein Risiko eingehst. Wir haben keine Zeit. Ich muss wissen, was die First plant. Klar, mach ich damit. Na, ich versuche mal so. Na, vielleicht schön. Können wir Sarah, das ist deine Entscheidung. Sarah damit beeindrucken. Wenn du wirklich glaubst, dass du May Divine einfach nur um ein Treffen mit Marco bitten musst, nur zu. Wir warten hier auf dich. Geh nicht drauf, okay?
So. Sprich mit Maddie Bein. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Wir müssen jetzt wirklich wahrscheinlich an dem Rennen teilnehmen. Und Sarah wird das nicht gefallen. Wenn du dich am Red Mile Run versuchen willst, sag Bescheid. So? Das stimmt. Aber Mr. Graziani legt Wert auf Privatsphäre. Was genau willst du denn von ihm? Ich will für ihn arbeiten, das ist eine Privatangelegenheit. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Er finanziell einen Söldnertrupp, der Farmer bedroht. Ich will für ihn arbeiten, ich sag mal das. Das ist wirklich ein gewaltiger Gefallen, aber ja, ich kann so ein Treffen arrangieren. Wir hatten hier schon zu lange kein ordentliches Entertainment mehr. Wenn du uns das bittest, liefere ich dir Marco. Bist du bereit, beim Red Mile Run anzutreten? Wenn es nötig ist, dann ja, schön, aber wehe, du hältst deinen Teil der Abmachung nicht ein. Können wir uns vielleicht auch irgendwie anders einigen? Beim Red Mile Run? Eine einfache Reise durch ein Stückchen Wildnis mit Kreaturen, die manche gefährlich nennen. Können wir uns vielleicht auch irgendwie anders einigen? Oh, ich fürchte, das ist das Einzige, was ich von dir will. Wenigstens vorerst. Okay, schön, aber weh, du hältst deinen Teil der Abmachung nicht ein. Ich gebe dir mein Wort. Und das tue ich nicht leichtfertig. Sobald du angefangen hast, nehme ich Wetten von unseren Gästen entgegen. Darauf, ob du überlebst. Ich komme definitiv lebend zurück. Das ist barbarisch. Darf ich auch, auf mich selber wetten? Oh, ich fürchte nicht. Oh, aber Mann. Dein Selbstvertrauen inspiriert unsere Gäste sicher dazu, viel Geld auf dich zu setzen. Ich komme definitiv lebend zurück. Das sagen alle Runner. Mission hin oder her. Ich finde es unvorstellbar, so etwas Unzivilisiertes zu tun. Mann, es gibt immer eine andere Lösung. Nachdem du jetzt weißt, was von dir erwartet wird, bist du startklar? Ich muss mich vorbereiten. Ich schick Sarah weg. Unvorbereitete Runner halten meistens nicht lange durch. Ich schick Sarah erstmal weg, weil... Hast du was für mich? Es wird Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Ich sitze nicht gern hier rum, aber du entscheidest. Sie ist so dermaßen angepisst immer wieder, seitdem ich diese Quest hier mache. Ich will nicht, dass die angepisst auf mich ist. Sollte ich erstmal woanders hingehen? Laut Berichten wurde nicht weit von hier eine Crimson Fleet Crew gesichtet. Die interessieren sich vielleicht. Es gibt nichts Aufregenderes als einen Run. Deswegen habe ich ja dich und deine Leute angeheuert. Kümmert euch darum. So, die beiden sind noch beschäftigt. Ich muss eben warten. Zahlen, um Spacer und Unabhängige fernzuhalten, ist eine Sache. Warte mal, erstmal muss ich was verkaufen. Wir sehen hier immer jede Menge interessante Bedingungen aushandeln. Hi. Willkommen in Red Mile. Wir haben saubere Zimmer und starke Drinks. Kann ich dir eins davon anbieten? Oder beides? Vielleicht beides? Ich hätte gerne einen Drink. Welches Service bietet Red Mile noch an? Was war das Heftigste? Was? Nee, ich glaube bei ihr. Ich brauche einen richtigen Händler. Red Mile Bestenliste. Top 5 Red Mile Runner erfolgreiche Runs. Donovan Rees, 28. Latika Rianti, 25. Annie Richardson, 22. Tank, 19. Valerie Vega, 18. Deine Runs, Max Deus, 0. Gibt's hier einen Händler? Ich hätte gerne einen Händler. Halt dich an die Hausregeln, sonst stehst du bald ohne Helm auf der falschen Seite einer Luftschleuse. Unglaublich, dass die einen vermöbeln, nur Verkaufsautomat. Weil man eine Pause will. Ach so, nee, das wollte ich nicht. Ich dachte, da kann ich verkaufen. So. Ich will ein paar Sachen verkaufen, ja? Muss ein bisschen was loswerden.
So, jetzt wird's wieder kalt. Gibt's den Händler überhaupt? Da gibt's noch auf jeden Fall ein Raumschiff. Autsch. Verstauchung erlitten. Toll. Und damit will ich jetzt zum Run? Unzugänglich. UC Lil Muff. Gibt's überhaupt einen Händler? Also hier wiegt man auf jeden Fall schon mal doppelt so viel als auf der Erde. Ich glaube, hier kriege ich keinen Händler. Ist das nicht aus Fallout die Musik und die Melodie, der Ton? Ein bisschen nur angepasst? Wirkt auf mich ein bisschen so. So. Ship Services. Aber ich glaube... Howdy. Aber ich glaube, ich weiß, warum es Red Mile heißt. Was habe ich da gehört? Hier geht's auf jemanden Gruppe. Aus meiner Crew. Aber wir versuchen, zivilisiert zu bleiben. Seitdem du kein Runner mehr bist, dachte ich eigentlich, dass mit dem Wunsch zu sterben wäre Geschichte. Anscheinend sucht May ständig neue und erfahrene Runner für die Red Mile. Ich mache keins. Ja, okay, komm. Wo ist May? Ich glaube nicht, total, dass Donovan Reese echt hier in der Bar ist. Hammer. Der Typ ist eine Legende. May? Möge das Glück dir hold sein. Ja, ich bin bereit. Gut. Dann komm mit. So, erstmal ein bisschen was hier verbrauchen, was ich habe. Ist das alles jetzt, was Dings mir gegeben hat? So gibt es hier eigentlich keinen Verkaufsautomaten. Oder warum habe ich hier jetzt keinen gefunden? So. Das esse ich jetzt erstmal. Den brauche ich ja noch. Hä, ich habe das hier... So, wo wir sie hin? Ich werde den nicht nur versuchen. Verehrte Gäste, liebes Publikum, darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Für eine mutige Seele schlägt die Stunde des Schicksals. Ja. Ein Runner versucht sich am Red Mile Run! Hier seht ihr diesen wagemutigen Menschen. Überlegt euch, was ihr wetten möchtet. Seht ihr das Feuer in diesen Augen? Stahlharte Entschlossenheit ist das. Uns steht eine gewaltige Show bevor. Ich will mal ein Foto von machen, dass ich... So, kann ich... Würde ich das hier mal als Screenshot machen wollen? So... Kann ich da noch Helligkeit ein bisschen anpassen? Ja. Bisschen heller. Vielleicht auch ein bisschen mehr Sättigung rein. Na, zu viel. So.
Komm, mach ich noch eine Pause. Nee, nicht boxen, nicht kauern. Nee. Ja, nehme ich das. Sieht doch nice aus, ne? Die Regeln sind simpel. Geh durch die Tür und fahr mit dem Aufzug nach unten zum Start. Aktiviere das Signal am Fuß des Turms, den du in der Ferne siehst. Und dann musst du nur noch lebend zurückkommen, um deinen Run abzuschließen. Also, Runner, versuch dein Glück. Überleb den Red Mile Run. Wow. Danke. Was ein Applaus. Es geht um mein Leben. Das ist dein größter Triumph oder dein letzter Fehler. Du versuchst dich am Red Mile Run? Könntest du bereuen. Ja, glaube ich auch. Dass ich das bereuen werde. Vor allem jetzt bei den Dings hier, Luftschleuse. Bei den Restar Collective, die Mission. Da habe ich jetzt nur alles bekommen, was... ich kann hier... Ich glaube, ich gehe mal in Ego-Perspektive. Kann ich hier nochmal... Ich kann meine Waffen noch anpassen. So, nicht den Equinox. Den hier würde ich mal verbessern. Das ist installiert. Das erhöht den Wert, aber dann lasse ich das. Aufklärungslaservisier. Kann ich aber nicht machen. Das. Der ist besser. Kann ich aber auch nicht machen. Ich kann nur den hier machen. Mach hier den. Hier fehlt mir noch was. Hier fehlt mir auch noch was. Das hier können die machen. Kleines Magazin. Panzerbrechend. Nee, das will ich lieber nicht machen. Taktisches Magazin. Kann ich machen. Das ist nur grün. Intern. Hochgeschwindigkeit, keine Modleistung. Stecherabzug. Kann ich aber nichts machen. Verschluss. Halbautomatisch, vollautomatisch. Skin. Kann ich nur Standard-Skin machen. So, wie sieht's damit aus? Verlängerter Lauf hat er schon. Laser. Kann ich gar nichts machen. Hier auch nicht. Mache ich die Fokuslinse? Kleine Batterie. Zündungsstrahlen kann ich aber nicht machen. Intern. Das könnte ich machen. Dann wiegt er halt ein bisschen mehr. Skin kann ich auch nichts machen. So, fädelt Maelstrom. Autonitenpistole. Cutter. Deadeye. Fiscal Quarter. Hier kann ich nichts. Hier Kompensator habe ich. Hier kann ich nichts verbessern, ne? Okay. Skin ist gesperrt. Warum ist... So. Okay, also mehr kann ich hier jetzt nicht machen. Was ist hiermit? Anzugwerkbank.
Brandhelm, Yussi, Antixeno. Ich kann hier immer noch nichts machen. So, das brauche ich alles nicht. Also, ich habe schon eigentlich alles aufs Beste, was geht. Oh, ist es hell geworden? So, und ist das jetzt das Parcours oder wie? Geh mal runter. Also ich gehe mal von aus, dass ich nach unten muss. Ah, hier. Kraterboden. Ja, mal gucken. Hier, schon die ersten waren hier gestorben. Ernsthaft? Doof ist, ich muss die alle looten, ne? Ich habe keine Wahl. Ich muss die looten, ja? Klebeband. Red Mile Mauler. Die Waffe ist schon mal gar nicht geil. Was? Okay, der rotzt da irgendwas. So, den haben wir. Ein Blattkäfer. Bis zum Turm und wieder zurück. Mehr ist das nicht. Ich höre von hier irgendwo Musik die ganze Zeit. Jo, alles klar. Fängt er schon an zu schießen hier. Jo. Nochmal 6 EP. Ist hier noch mehr tot? Autsch. Was habe ich da gehört? Da. Alter, was? Weißt du, was wir nehmen? Wir nehmen den. Oh, sind gleich drei Stück von denen. Alter. Gegen drei? Also, Gesundheit ist ja noch voll. Ah, was? Wie hoch kann der denn springen? Ach so, die sind selber einfach so stark gepanzert. Das liegt jetzt nicht an der Waffe. Oder ich habe... Und dass die auch noch mir so wenig Schaden machen. Ich glaube, das liegt an meiner Rüstung. Da ist noch einer.
Achso, ich muss selber noch nachladen. So, Giftgas, Gasblut. Die sind einfach nur so stark gepanzert. Oder ich muss... Ich muss mal den hier nehmen. Alter. Wie heftig sind die denn, die Viecher? Klar, ich kill jetzt jeden von denen. Den ersten haben wir. Alter, gehen die mir auf den Sack. Und ich muss bis zum Turm und wieder zurück. Kriegt man die auch anders gekillt? Warte mal, kann ich die damit einfach killen? Kann ich die abbauen? Warte mal. Gehen wir mal damit. Jo, damit geht's viel schneller mit denen. Ich baue die einfach ab. Erstmal auch noch aufs Maul hauen. Ich box mich mit so einem Tier. Boah, das ist eigentlich richtig übel, was ich hier mache. Aber damit geht es irgendwie besser. Boah, ich brauche nicht nachzuladen. So, davon liegt der nächste Tote. Der landet da hinten, okay. Oder landet er hier? Der ist doch nicht so doof und landet hier unten. Ne, der landet da oben. So, da sind die nächsten, die hier Stress wollen. Komm, lass uns boxen. Jo, das werden immer mehr. Warte mal.
Wollte nach da oben. Ey, wie... Lass mich dran fahren, dann die vorbei, ja? Ah, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich kann nicht rennen. Und dann sind da so viele. Scheiße. Alter, das sind schon heftige Viecher. Muss ich sagen, Alter, übertreib hier. So, hier drinnen bin ich erstmal sicher. Habe ich noch Granaten? Ja. Ach, hat einer reingeschafft. Alter. Komm. So, den ersten haben wir. Den nächsten. Autsch. Ja, komm her. So, komm. Einer von denen drinnen? Alter. Die übertreiben aber auch. So, komm. Ein Mistvieh weniger. Noch ein Mistvieh weniger. Da ist der nächste. Es wird schon auch langsam dunkel, wie ich sehe. Ach nein. So, noch einer weniger. Ach, hier. Der ist auch down. 50 Gegner mit der Pistole kaputt gemacht. Nice. So, und dann da vorne. Den haben wir auch noch gekillt. So, 50 Meter noch. So, wie viele Tote gibt's denn? Red Mile. Okay, sind immer nur zwei von denen. Alter, die haben schon richtig viel an Dingens gekostet. An Medipacks. So, noch ein Mistvieh.
Einfach mal so ein Tier einfach boxen, weißt du? Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte nachladen. So, noch ein Toter. Und der geht wieder. So, der hat es. Gut gemacht, Runner. Jetzt musst du nur noch lebendig zurückkehren. Leider lockt das Signal gerne unerwünschten Besuch an. Ach toll. Dankeschön. Boah, mir fällt kein passendes Wort ein, was. Das nehmen wir alles mit. Also kein jugendfreies Wort ein, was ich jetzt zu der sagen soll. Was ist denn das, was angelockt wurde? Ich hoffe, es ist kein Terrormorph. Einer war von denen schon schlimm genug. Verstauchen ist immer angeheilt. Da haben wir noch einen Red Mauler. Aber wenigstens nur einen. Der auch schön blutet, ja? Ah, ist der noch nicht aufgeladen? Der war die ganze Zeit noch nicht aufgeladen. Schon der nächste. Ich verprügel das Tier. Ja? Okay, totgeschlagen. So, jetzt schnell wieder zurück. Aber ich verstehe, warum es Red Mile heißt. Da ist schon der nächste wieder. Ja, okay, bei den Viechern kann ich aber auch verstehen, warum die anderen dann hier es nicht so stark überlebt haben, sagen wir mal so. Die Richtung muss ich. Ich hoffe, ich überstehe das bis dahin. Die sind alle davon. Level 30. Level 30. Level 30 Viech. Nein, ich kann nicht mal rennen. Das heißt, ich muss gegen den kämpfen.
Gegen Level 14 kein Problem. Oder Level 30er, der wird ein Problem. So, nochmal zu dem. Immerhin brennt der. Komm, wir benutzen den hier mal wieder. Level 19er? Okay. Ich habe nur noch 19 Medipacks. Ich muss demnächst wieder Medipacks kaufen. Sehr viele. Und in den Giftgasblut auch noch rein. Lass mich mal nachladen, ja? So, nur noch der. Komm. Geschafft. So, ich stecke ihn fest. Und nochmal den hier. Alter, das war jetzt sehr teuer. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner mehr. Und es ruckelt jetzt sehr viel. So, hier sind ja alle tot. So, ab nach oben, wieder in Sicherheit. So, hier sind wir wieder sicher. Das heißt also, wir gehen da wieder rein. Packen die Waffe wieder ein. So, einmal die Schleuse. So, Schutzregeneration. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Pumpe hier, dieses Piepen, nicht die Pumpe, das Piepen, für Dingens hier bedeutet, für die Kälte, Hitze und so weiter. Und ich kann dir schon mal verraten, was das bedeutet. Jede Menge mehr Geld für uns. Ihr bekommt schon mehr als einen gerechten Lohn. Und ich bezahle immer pünktlich. Du brauchst nicht zu glauben, dass die Sister um dafür zu sorgen, dass es dir und deiner Crew besser geht als den meisten anderen Söldnern bei dir. Aber falls ihr nicht zufrieden mit eurer Vergütung seid, finde ich bestimmt andere Mitglieder, die gerne euren Platz einnehmen. Vielleicht. Oder ich rufe sie selbst an. Und wir sehen, wie sie es finden, Red Mile zu übernehmen und dich von der Last des Managements zu befreien. Wir könnten die Profite hier sicherlich steigern. Ist euer Gespräch auch mal zu Ende? Ja, Glückwunsch, Runner. Du hast geschafft, was kaum jemand schafft. Und bist nicht einmal groß ins Schwitzen gekommen. Klar, ich habe getan, was du wolltest. Jetzt bist du dran. Das war ein Spaziergang. Ich habe nur knapp überlebt. So. Ja,
Das hast du. Und zwar auf beeindruckende Weise. Ich organisiere, wie versprochen, ein Treffen mit Marco. Ich schicke ihm einen Kurier und kündige dich an. Entspann dich doch kurz. Mach's dir gemütlich. Ich bin gleich wieder da. Sprich mit Autumn Macmillan? Gut gemacht. So, ich bin jetzt hier eine Legende, oder was? Ich war jetzt nicht erfreut hiervon. Muss ich ehrlich sagen. So. Du hast es geschafft. Du bist wohl tougher, als du aussiehst. So. Du bist wieder da. Geht es dir gut? War kein großes Problem. Ging mir nie besser. Hat Spaß gemacht. Nee, mir geht's richtig dreckig. Du lebst. Das ist alles, was zählt. Ich bin jedenfalls froh, dass du es geschafft hast. Warum? Hattest du etwa Angst, dass deine Ermittlungen zu dem Schmugglerring umsonst waren? Du verstehst das nicht. Dich interessiert immer nur, wie du von anderen profitieren kannst. Ich bin froh, weil das unglaublich mutig von dir war und wir Ranger mit so viel Mut brauchen können. Und ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich war ekelhaft zu dir. Es tut mir leid. Ja, warst du echt? Habe ich dir irgendwas getan? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit einem anderen Deputy gemacht. Das erzähle ich dir, wenn die Sache hier vorbei ist, okay? Also nicht sterben, sonst entgeht dir die Geschichte. Ja, nicht so schlimm. Okay, konzentrieren wir uns auf den Job. Sobald du unterwegs bist, erstatte ich dem Marshall im Turmbericht. Komm sicher nach Hause, Deputy. Das ist ein Befehl. Du warst schon immer das Weichei, Schwesterchen. Ach, leck mich doch. Oder mach dich wenigstens nützlich und hol uns was zu trinken. Sprich mit May Devine. Okay, mit May müssen wir wieder sprechen. So. Ey! Willst dich wohl in meinem Glanz ein? Digga, wir sind Brüder! Wir haben dasselbe Outfit, wir haben dieselbe Frisur. Okay, du hast ein bisschen längeren Ey! Verzeihung? Bruder im Geiste, hallo? Das war beeindruckend. Der Redman so. Run ist eigentlich total simpel. Okay, wo ist sie jetzt? Ey! Selber ey. Ach, guck, ist da sitzt sie. Dran. Verzeihung. Was will die? Achso. So, hast du was für mich? Jetzt muss ich mein Versprechen halten, Runner. Ja. Du findest Marco auf Kodos, an Bord seines Schiffs. Lass ihn lieber nicht warten. Geduld ist nicht gerade seine Stärke. Dann fliege ich nach Kodos, meine auch nicht. Dann ist es in unser aller Interesse, dass du dich sputest. Gute Reise, Runner. Falls dir mal wieder danach ist, den Red Mile Run zu absolvieren, du weißt, wo du uns findest. Na, ich mag sie nicht. Reise nach Kodos. Ja, ich würde sagen, da machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg. Jetzt haben wir einmal den die Red. Ja, einmal kurz hier weg. Ja, jetzt haben wir einmal auch die Red Mile hier bestanden, sage ich jetzt mal. Überlebt und ja. Mal gucken, was uns noch so alles erwartet. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.